Und weiter geht's. This'll make things easier. Yeah, knowing our luck, it's probably missing an engine. You shouldn't be so negative. And you shouldn't get your hopes up. Dieses Hobo aus der Puste, wir haben doch gar nicht mit ihm gekämpft. Spielverlauf speichern. Ja, das werden wir machen. Aber wir werden noch nicht aufhören. Ja. Wir werden noch nicht aufhören, weil wir jetzt, glaube ich, ich weiß, was jetzt passiert, aber ihr könnt das selber sehen. Ja, ich glaube, das stimmt, dass wir gegen so viele kämpfen müssen. Okay, ich mache kurz Pause hier, weil ich habe ja gesagt, die Punkte, die ihr bekommt, ja, diese Kristallpunkte, die wir jetzt alle mit Lightning da gesammelt haben, kriegt auch Snow, obwohl wir ihn gar nicht in der Partie hier hatten. Obwohl er gar nicht mehr dabei war. Ihr könnt die jetzt, ihr habt ja gesehen, wir hatten gar keinen Zugriff aufs Menü, ihr könnt die jetzt dennoch aufrufen, indem ihr jetzt einfach, da unten steht es hier mit Select, Kampf neu beginnen macht. Also hier das Menü öffnet und dann sagt ihr Kampf neu beginnen und dann geht ihr auf Ja und dann kommt ihr, geht ihr automatisch ins Menü, glaube ich, an der Stelle und könnt eure Punkte verteilen, um diesen Kampf leichter zu machen. Aber wir machen das so. Nein. Abbrechen und jetzt weiter. Wir kämpfen. Die haben ja nicht mehr die Rolle. Oh! Als den Verteidiger mehr. Als den Heiler. Also müssen wir wieder. Ey! Der ist zurückgesprungen. Auf unsere Heiltränke zurückgreifen. Oh, ich hatte eigentlich genug. Oh, jetzt wäre das schlau, noch einen zu trinken. Ich hätte ihm wohl Ärztewissen geben sollen. Mich kotzt das an, wenn jemand zurückspringt. Ja, noch immer im roten Bereich. Komm mal her! Ja, ja, und weg mit dir. Der, dieser 50, ja, der kippt schon gleich um, was soll das? Oh, das ist 3 Hits und der liegt da noch. Gib ihn, ja, noch ein und noch ein, ja. Endlich, Snow. Wär's langsam nützlich. Was passiert da? What's he doing? Watch yourself! Stay alert! Für die Final Fantasy Gamer da draußen, ihr müsstet die sofort erkennen. Aber von denen gab es immer nur einen. Es gab von denen immer nur einen
in den anderen Final Fantasy Teilen. Das sind unsere Shiva-Schwestern. Shiva gab es hier nur einmal in den anderen Final Fantasy Teilen auch. Die in Blau, die haben wir schon mal gesehen. Schon das dritte Mal, glaube ich, dass wir sie sehen. So, 150 Lebenspunkte. Die Shiva-Schwestern Tutorium. Ihr seht, die linke Schwester hat so einen Balken und da steht Metamorph. Den müssen wir aufladen und wenn aufgeladen ist, drücken wir Quadrat. Und wie wir den aufladen, das werden wir jetzt hier lesen. Die Shiva-Schwestern sind essbar, übernatürliche Wesen, die auf mystische Weise mit den Lassie verbunden sind. Wenn Lassie ihre Esper im Kampf bezwingen, erlangen sie Macht über die. Mit Angreifen allein ist dieser Kampf nicht zu gewinnen. Genau. Jeder von ihm, wenn man gegen einen Esper kämpft, muss man diesen Metamorph-Balken dort oben aufladen. Anders geht das nicht. Man kann den nicht töten, weil man will ihn ja zähmen und dann selber kontrollieren. Also würde töten nicht so viel Sinn machen. Und jeder Esper hat eine andere Art, wie man den, ja nicht jeder, aber ich glaube so einige, das sind die ersten, auf die wir treffen, aber wir werden auf mehrere treffen. Und einige haben verschiedene Arten, wie man den Balken schneller aufladen kann. Story beginnt. Story ging so lange. Der Kampf gegen ein Esper wird durch ein Todesurteil zeitlich begrenzt. Jo, die geben uns den Zauber Todesurteil und dann haben wir einen Timer über unseren Kopf. Und wenn er auf Null ist, sind wir tot. Wenn ein Lassie ein Esper Schaden zufügt, steigt die Metamorph-Anzeige. Um den Kampf gegen den Esper siegreich zu beenden, musst du Quadrat drücken. Er muss Quadrat gedrückt werden, sobald die Anzeige ganz gefüllt ist. Habe ich ja gesagt. Außergewöhnliche Angriffe gibt es noch andere Möglichkeiten, die Metamorph-Anzeige steigen zu lassen. Doch die unterscheiden sich jeweils von Esper zu Esper. So hätte ich das ausdrücken sollen. Diese herauszufinden und auszunutzen ermöglicht einen schnellen Sieg. Die Metafähigkeit-Analyse liefert wichtige Hinweise, so scheint es, als wäre im Kampf gegen die Shiva-Schwestern eine defensive Rolle von Vorteil. Ja. Was ihr machen müsst, wir sind ja jetzt gerade in der Rolle Brecher und wir müssen in die Rolle Verteidiger wechseln. Nein, Rolle Verteidiger. Schutzsphäre. Wenn sie auf euch zukommt, müsst ihr sofort die Schutzsphäre aktivieren. Ja. Boah, es hat ganz schön viel aufgeladen. So, sie wartet jetzt. Nein, sie wollte damit. Ich wollte das machen. Unterwirft sich Gegnern, die Serienboni sammeln. Ich weiß nicht, ob schlau wäre, noch mit Verheerer anzugreifen. Oh, das war knapp. Ach! Ja, die eine heilt uns. Und die andere greift uns an. Ja, komm schon, laden. Was macht die Frau, oder? Boah. Sie müsste eigentlich ihren Schlag aufladen. Ja, diesen hier meine ich. Wenn der gemacht ist, kommt sie auf euch zu und greift an. So ein Angriffskombo. Und das lädt ihren beiden ziemlich schnell auf. Vielleicht kann man noch ein bisschen damit angreifen. Ja, ihr könnt noch ein bisschen variieren. Das war knapp. Ja, das wird schnell gehen. Hey. Oh, meine Schutzsphäre hat noch angehalten. Was tackelt die da so? Ja, komm her. Bis ihr einen ATB-Lader macht, könnt ihr so auf sie aufkloppen. Weil hier macht sie so einen richtig langen Combo. Den könnt ihr nutzen, um ihren Metamorph-Balken ziemlich aufzuladen. Die andere Shiva-Schwester ist hier so nett und heilt. Und
Ah, hat sie noch mehr Informationen? Nein. Ah, steht ja noch immer. Sie unterwälzt sich die Serienboni sammeln. Und der Verheerer-Modus ist ja dazu da, um Serienbonus zu sammeln. Oh oh. Komm schon. Oh, das war knapp. Und die Zeit wird auch knapp. Ja, ist jetzt aufgeladen und da rechts seht ihr Metamorph-Modus. Und drücken wir. Wenn das erledigt ist, gibt es eine kleine Animation. Die zwei betatschen sich irgendwie und dann werden sie zum Motorrad. Und wie ihr seht, Zeitvorgabe ist sehr viel Zeit. Ich habe nur 200 Minuten gebraucht, aber für jeden S-Wahlkampf gibt es mehr als genug Zeit. Da könnt ihr dich versagen. Vorher stirbt ihr, bevor ihr die 28 Minuten da erreicht. Oder andere Zeitvorgaben. 5 Sternenrang. Der Rang ist eigentlich auch unwichtig. Meterpunkte, ich glaube, ihr werdet immer voll aufgeladen nach jedem S-Wahlkampf. Kristallpunkte 0, das ist schade. Und Shiva-Stein, das ist ein wichtiger Gegenstand, also kein, den man direkt einsetzen kann. ATB-Stufe aufgestiegen. Jupp. Und wenn jeden Esper, also wenn man einen Esper besitzt, wenn ein Charakter einen Esper besitzt, bekommt er einen ATB-Balken mehr. Also hat Snow jetzt 4 Stück. Wieso ist er außer Puste? Er wurde doch geheilt die ganze Zeit. Sisters. I got a hand it to you for taking him down. But don't gloat just yet. Might come a time you wish you'd let him end it and made things easy. Du Ferkel, ey, will er hier unter den Rock gucken. More of you, huh? He's a lassie. Take him. Wer ist denn dieser Bimbo dort links mit der Wache? You want to keep breathing? Shut up and come quiet. Auch eine tolle Szene. Jedes Mal, wenn Snow geschlagen wird, freue ich mich immer mehr. Bring her this way. Careful now. Come on. Sarah. Stand down. You two. Why are you helping them? If I were you, I'd worry about myself.